Ja, Weidmanns Hai, liebe Naturfreunde und liebe Jagdfreunde, schön, dass ihr auf meinem Kanal heute wieder eingeschaltet habt. Ich bin heute bei mir im Revier unterwegs. Der Mais wurde jetzt eingedrillt vor einem Tag. Die erste Nacht hat er überstanden und ich werde heute einmal abfährten, ob die Sauen direkt am Mais sich schon gütlich getan haben und wo wir gegebenenfalls heute Abend mal ansitzen müssen. Ja, und dafür nehme ich euch heute mit. In diesem Sinne, Horido Weidmannsheim, meine Freunde. Und vielen Dank fürs Reingucken und dass ihr mir die Treue haltet. In diesem Sinne, Horido. Ja, hier haben wir einen 6-Hektar-Schlag, wo der Mais frisch eingedrillt ist. Und ja, hier müssen wir es erstmal abchecken. Waren die Sauen hier schon drauf? Weil wir ja auch gleich die Schilffläche im Hintergrund haben. Einstand der Sauen. So, gucken wir mal. Eine Kleoline. Ja, hier könnt ihr so einen Maiskorn sehen. Der hat so eine rötliche Färbung. Ist gebeizt. Oh, oh, du Sack. Aber das nimmt halt auch die Sauen auf. Ne? So sieht er denn aus. Und der wird halt sehr gerne von den Sauen halt aufgenommen auch. Halt! Halten! Platz! Und bleiben. Ja, hier war ja mal eine ehemalige Kehrung von mir, wo ich die Schneisen jetzt erstmal nicht ausgearbeitet habe. Aber wer meinen Kanal schon länger verfolgt, der kennt ja diese Schneise hier, die ich hier mal in mühevoller Kleinarbeit am Anfang meines YouTube-Kanals hier ausgearbeitet habe. Das ist genau diese Stelle hier. Und ja, so sieht's aus. Also bisher sieht es eigentlich noch ganz gut aus. Die Sauen waren noch nicht drauf. Ich werde heute trotzdem einen der Sitze hier an diesem Schlag besetzen. Und zwar meinen Erdsitz, den ich letztes Jahr gebaut habe, Rollo 1. Ich filme da einmal für euch hoch. Ja, Rollo 1 ist da oben auf dem Berg. Wir haben natürlich jetzt ein bisschen Gegenlicht. Ich hoffe mal, dass wir das aber trotzdem sehen können. Da habe ich noch einen Mahlbaum, eine Kehrtrommel da oben. Und da oben ist Rollo 1. Da setze ich einen guten Jagdkollegen von mir rein, einen erfahrenen. Ja, dann schauen wir mal. Aaron, Köp, halt. Gut, Bubi, fein. Ja, der Wind passt, er kommt vom Schilf. Also in Rollo 1 hat er echt einen perfekten Sitzplatz für den heutigen Abend. Auch noch eine Ansitzmöglichkeit, aber
Bei Rollo 1 hat er die ganze Fläche vor sich und kann gegebenenfalls die Sau noch anpirschen. Also der Hochsitz, der wird eher genutzt für die Jagd im Schilf direkt. Da haben wir den Schneisen drin. Aber momentan uninteressant, weil wir den Acker einsehen möchten. Also Aaron zeigt mir schon eindeutig an, halt, warten. Aaron zeigt mir schon eindeutig an, dass jetzt hier Schwarzwild direkt im Schilf ist. Witterung bekommt er. Ja. Aber wir jagen jetzt nicht. Steht vor. Zeigt an, hier Chef, ich habe Witterung gefunden. So, das Ablaufen der ersten Fläche hat jetzt nichts Spektakuläres ergeben. Also die Sauen waren meines Erachtens nicht drauf bezüglich auf jeden Fall, sie haben keinen Schaden gemacht, auf Deutsch gesagt. Wenn sie rübergelaufen sind, okay. Da habe ich jetzt nicht jede Ecke kontrolliert. Aber man kann sehr gut sehen, wenn Sauen den Mais jetzt aufgenommen hätten, dann hätten sie die Erde halt aufgewühlt und die hätte eine farbliche Veränderung im Gegensatz zu der trockenen Erde, die jetzt hier oben aufliegt. Also wäre dunkler gewesen, hätte ich sehen können. Trotz allem werde ich heute Abend hier einen Jagdkollegen ansetzen in den Erdsitz. Und der wird dieses Feld dann den ganzen Abend schön beobachten und mal gucken, ob die Sauen rauskommen und eventuell, wenn es passt, dann halt auch die passende Sau aus der Rotte herausschießen. Ja, wir haben noch mehrere Schläge, wo der Mais frisch eingedrillt worden ist. Die werde ich mir jetzt auch nochmal angucken. Ich werde heute Abend auch wieder draußen sitzen und dann gucken wir mal. Ja, in diesem Sinne, Horido Waldmannsheim, meine Freunde, ein ganz kleiner Einblick, einmal kurz abpferten, frisch eingedrillter Maisacker, worauf ich ein bisschen achten muss und ja, that's life. In diesem Sinne, Horido Waldmannsheim, vielen Dank fürs Reingucken, bis dann, meine Freunde. Ciao, ciao.